Yo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen back hier bei Days Gone. Und diesmal ohne störenden Funkspruch. Ja, in der letzten Folge haben wir hier im alten Sägewerk die Horde platt gemacht. Mehr schlecht als recht, aber wir haben's geschafft und haben die zweite Komponente für den oder für die LKW-Bombe. Die hat Busa abgeholt. Und jetzt machen wir uns auf den Weg hier hin ins Camp und greifen scheinbar Wizard Island an. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr genauso. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Ich habe nochmal vollgetankt und das Moped repariert. Und dann geht's jetzt los. Hier liegen noch ein paar Freaks rum, aber auf die Piraten können wir jetzt auch verzichten. Können wir vielleicht. Nee, hier runterfahren wird nicht so gesund sein, ne? Na gut, hier geht es ja, glaube ich, runter. Na, hier können wir. Nehmen wir mal eine kleine Abkürzung. Oh, was denn hier? Hier liegt ja noch ein Reh oder ein Hirsch. Nehmen wir natürlich mit. Alles verwenden. Viermal Hirschfleisch. Da gibt es wieder ein paar Punkte und Vertrauen. Was wir aber hier in Lost Lake nicht nutzen werden, denn hey, das Tor. Da ist jemand. Hier haben wir ja volles Vertrauen. Das ist Nick, lass ihn rein. Und wir können uns mal heilen. Hey, meinst du, dass die Freaks noch irgendwas wissen? Über ihr Leben? Ich meine, von früher. Sie sind wie Dick! Wie geht's meinem Beutejäger? Ja, wir holen uns auf jeden Fall mal ein bisschen Muni noch für die Tasche. Und sie wollen jetzt leben. Was immer du willst, ich hab es. Das ist schön von dir. So, wie sieht's denn eigentlich mal aus mit einer neuen Waffe? Die scheint auch nicht schlecht zu sein, ne? Hat allerdings eine viel geringere Feuerrate. Aber dafür macht sie viel mehr Schaden, ne? Naja, komm. Die Kurven war uns auf jeden Fall. Tja, Garantie gibt's darauf nicht. Ja, das war mir klar. So, und dann haben wir ja alle hier aus dem Camp. Gleich mal ein paar Schalldämpfer holen. Handfeuerwaffe. Primärschalldämpfer holen wir Okay. uns. Spezial können wir Das ist uns doch auch schon besser. holen. Erhöht die Magazinkapazität. Okay. Holen wir uns auf jeden Fall Yep, auch. sehr schön. Bitteschön. Danke. Tasche? Ist die Munition voll? Da hatten wir uns doch was rausgenommen, ne? Dann wohl nicht. Gut. Handfeuerwaffen, Ja, MP-Munition nehmen wir gut. uns gleich. Die hier auch. Yep. Und die hier auch. Gute Wahl. So, hier Medikits. Okay. Sehr gut. Hier haben wir alles. Blendgranaten brauchen wir nicht, aber Splittergranaten können wir Ja, uns ein paar gut. holen. Yep. Können wir ja eh nicht selber Gute craften. Wahl. Gut, Na dann haben dann? wir das. Na dann. Dick, sei vorsichtig. Ich weiß nicht, können wir uns eventuell noch was fürs Moped kaufen? Dick, Da könnten wir wir haben nochmal dich nachschauen. gesehen. Leer, gut siehst du heute aus. Ja, Ricky ist auch hier.
sogar ein Job verfügbar, ne? Schön, dich zu sehen. Hey, Buzz. Hier haben wir alles. Hier haben wir noch andere Reifen, ne? Aber na gut, ich weiß nicht, wann wir jetzt ins Milizcamp wieder kommen oder ob das dann überhaupt noch verfügbar ist. Auf jeden Fall. Ja, bessere Traktion machen sie nicht, ne? Aber wir nehmen sie uns. Was möchtest du noch? Schauen wir mal, was du noch hast für uns. Gut, haben wir alles. Bei der Optik noch irgendwas? Bereits ausgerüstet, genau. Ne, da haben wir auch alles und Lackierung bleibt so. Ich bin hier, wenn was ist. Gut zu wissen. So, dann gucken wir mal bei Ricky, was die für einen Job hat. Bis demnächst, Dick. Hey Ricky, was gibt's? Mitchell und ein paar andere waren nordwestlich von hier auf Beutejagd, als Drifter sie angriffen. Sie folgten ihnen zu einem Camp nördlich vom Milagua Lake. Okay, also Mitchell und seine Leute konnten nichts tun? Sie sind keine Drifter, Deke. Mitchell ist noch ein Kind. Ich weiß nicht mehr, ob er schießen kann. Und was zum Teufel machen die dann da draußen? Hör zu, ich brauch dich dafür. Lost Lake braucht dich. Okay, ich kümmere mich drum. Danke, Deke. Wir kümmern uns trotzdem erstmal um die Hauptquest und dann werden wir sehen. Ah, hier spielt wieder einer Mundharmonika. From your way, you don't understand me or how I operate. I'm not gonna lie, I just want to die. I'm not over and over with you. If you time coming, but I don't wanna be done with you. Sehr gut. Applaus. Hat aber wirklich gut gespielt, ne? Hat sich gut angehört. Gut. Okay. Dann gucken wir uns das mal an mit der Mission, ne? Willst du was kaufen? Ich war noch bei dir. Holzkopf.
Dick. Was denn? Wo warst du denn? Sir John, mach auf. War unterwegs, hab viel zu tun. Alles scheint bereit zu sein. Ja. Ricky hat das hier für das Lenkrad gebaut. Wir fahren direkt vor ihre Tür. Springen und tschüss, Miliz. Okay, willst du das wirklich machen? Ich meine, das ist eine ganz schön weite Fahrt mit nur einem Arm. Arschloch. Hör zu, Busa, wir wissen beide, dass wir wahrscheinlich nicht zurückkommen. Ja. Das spart mir wenigstens den Rückweg. Scheiße, ja, ich will das. Oh, nur eine Sache noch. Nur echte Biker würden so eine Kamikaze-Aktion durchziehen. Nur wir. Yep. Ziehen wir es durch, oder was? Auf jeden Fall. Sieht aus, als würde Ricky doch noch kommen. Was geht ab, Deke? Schöne Jacke. Steht hier echt gut. Ricky, Addy. Das ist echt toll, aber Busa und ich, wir müssen uns etwas kümmern. Spricht sich rum. Du hast mehr Leute erreicht, als du dachtest, Deke. Ich sag's ja, du schaffst das nicht allein. Das ist verrückt. Oh, keine Sorge. Sie tun es nicht für dich. Sie tun es für ihn. Iron Mike! Alles klar. Hört zu. Der Plan ist einfach. Busa und ich schlagen am Nordtor zu. Wir jagen es in die Luft. Und dann werden sie alle zum Südtor rennen. Und ihr müsst dann einfach Ricky folgen. Ja? Sind wir bereit? Was ist mit euch? Seid ihr bereit? Hört zu. Ich funk dich an, wenn wir bei der Brücke sind. Wartet, bis es soweit ist. Okay! Dann mal los! Für Iron Mike. Oh mein Gott, das wird lustig. Für Iron Mike. Es wird Zeit! Wir haben nur einen Versuch, Kumpel! Verdammt, Busa! Los, hol dir deine Lady! Warum bist du nicht gesprungen?
Du hättest springen sollen. Busa. Oh Gott, verdammt, Busa. Oh, verdammt. Bin getroffen. Ich werde jeden einzelnen von euch Dreckskerlen eigenhändig umbringen. Wer rührt sich? Sarah! Ich muss zu Sarah! Kommt von der Seite! Scheinbar gerade nicht angucken. Spezialtrupp, verdammt! Lass mich nicht aufhalten! Du Bastard! Halt die Fresse! Na los, Mann, gib auf. Du kriegst gleich einen Fernprozess, du Mitläufer! Jetzt hab ich dich! Was war's jetzt? Der kommt von der Seite! Ja, das wird wohl nichts, Arschloch! Halt die Fresse! Versuch's weiter! Das war wohl da wohl nichts, was? Mach ihn kalt! Halt durch, Sarah! Ich bin fast da! Arche! Ich muss irgendwie zur Arche! Platzier die Ladungen! Ich sagte, geh verdammt! Los! Verstanden! Los jetzt! Los! 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 Los!
Skizzo, dieser verfluchte Dreckskerl, Skizzo. Ich komme, Skizzo. Okay, du willst es also auf die harte Tour. Ich muss irgendwie zu dem Gipfel, ich muss irgendwie da hoch. Ich muss irgendwie an diesen Kerlen vorbeikommen. Oh Mann. Du schaffst es, geopfert. Auf dem Turm sein. Ich muss ihn ausschalten. Ich muss ihn irgendwie ausschalten. Ich muss irgendwie an den vorbei. Sterben! War wohl nichts, was? Komm schon raus! Unter Beschuss nehmen! Tod dem Deserteur! Schlag den Kerl tot! Du sollst unten bleiben! Mann getroffen! Na, ich hab gesagt, du sollst unten bleiben, du Affe! Getroffen! Soldaten getroffen! Der rührt sich nicht! Vorrücken! Wir sollen unten bleiben! Schlag den Kerl tot!
Was verstehst du nicht dabei, wenn ich sage, du sollst drinnen bleiben? Was hast du jetzt davon? Ich weiß, wo du bist. Ja, ich hoffe, es ist so oder so. Mir nichts anhaben. Da geht's leichter. Komm schon, komm schon. Weiter, weiter. Mach ihn fertig. Feuer! Ich geb Deckung. War die Mütze weg? Ich klaue euch alle die Mützen. Unter deinem Helm verstecken, hä? Kannst du vergessen? Nicht mit mir, Freundchen. Ah. Thank you.
Vicky, hörst du mich? Dick? Wir haben sie! Wir haben sie! Dick! Dick! Ricky! Ricky! Oh, mach ihn die Hölle heiß, Ricky! Brenn sie nieder! Da, geschafft! Halt durch, Sarah! Auf Scharfschützen, verdammt! Falsche Taste. Was? Ja, geschafft. Endlich. Halt durch, Sarah. Schafft es. In Deckung. Verband können wir keinen mehr herstellen, ne? Im Moment gerade. Ja. Ah, da haben wir einen. Aha. Als wenn sie uns gehört haben. Okay. Leg mal einen Zahn zu. Scheiße, soll ich uns etwa in die Luft jagen? Gott verdammt, hörst du das? Oh, Beeilung. So, alles bereit. Okay, wie viel ist das? Genug. Dann zurück zum Colonel. Na los. Bitte melden! Wir... Wie viel Sprengstoff haben Sie platziert? Captain, wir hatten einfach nicht genug Zeit. Was? Scheiße! Wie viele? Drei, Sir. Da ist einer. Okay. Ich gehe zu Beagle und hol mir den Zug. Sie bewachen den Eingang, verstanden? Hier darf keiner rein. Okay, verdammt. Ja, Sir. Verstanden, Sir. Hier darf keiner rein. Kanal benutzen. Ich komme. Der wurde vielleicht geknackt. Warte auf mich. Ja, lass nur weiter. Erledige sie! Ja, gefällt dir das? Weit kommt von der Seite! Aufhalten! Hörtin! Okay, ich bin unterwegs! Los! Ja,
rennen, du Arschloch! Ja, Moni. Nehmen wir natürlich mit. Endlich. Zeit. Okay. Hier ist die zweite. Komm schon, scheiß Teil. So, okay, das sollte gehen. Jetzt noch eine. Eine muss ich noch finden. Fast geschafft, genau. Fast geschafft. Oh, Verbände haben wir auch wieder. Hier ist ein Medikit. Das wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht. Hier ist sie. Vorsicht, Vorsicht. Oh, das war's. Das war's. Sorry. Heute jagst du hier gar nichts in die Luft, Skizzer. Heute nicht. Wo versteckst du dich, hm? Thank you.
Ah, okay. Hier, Anna. Ich muss entdecken. Los! Nichts wird mich aufhalten können, Skizom. Corporal St. John, wir wissen, dass du es bist. Das Hauptquartier hat uns vorgewarnt. Machen wir es uns nicht so schwer, ja? Ergib dich! Jetzt darf ich dich... In Deckung! Aber der Kopf weg! Der große Fresser hat, kommt der Kopf weg. Ganz einfach. Der verdammte Zünder! Wirklich, Mann! Ihr lasst mich hier nicht zurück! Viva, wir befolgen nur Befehle! Es muss nun mal so sein! Verdammt, wo ist er? Viva! Wo ist der Zünder, Mann? Gib ihn mir! Skizzo, du lässt ihn besser gehen! Ich bring dich um, Mann! Dann kriegst du... Ja, du bist ein... So! Hey, hey! Weaver, Sie müssen sofort hier weg! Los, los! Hier kommen Leute aus dem Nordtor raus! Los! Du bist ein verdammter Sturkopf! Weißt du das? Ich weiß, was du getan hast, Deek. Ich weiß es ganz genau. All die toten Ripper. Oh ja, du hast sie ersäuft, als wären sie verdammte Ratten. Du hast der Welt einen Gefallen getan. Aber Iron Mike hat das anders gesehen, oder? Ja, ich will, dass du eins weißt. Ich wollte den alten Mann nicht töten. Wirklich nicht. Ich wollte es ehrlich nicht, Dick. Aber ich hatte keine Wahl. Ich wollte ihn zur Vernunft bringen. Aber er sah es nicht ein. Er hörte mir nicht zu. Du willst mich unbedingt umlegen, hä? Dass du mich bis hierher verfolgst? Du bist ihretwegen hier, was? Richtig? Ach ja, du bist ihretwegen hier. Dann habe ich schlechte Neuigkeiten, Deacon St. John. Als Curie ihn geholt hat, hat das dem Colonel ganz und gar nicht gefallen. Nein, Sir. Er hat sie erledigt. Zerquetscht wie ein rohes Ei. Thank you.
festgenommen. Bringen wir es hinter uns! Jetzt! Kann ich Q drücken? Du mieses Arschloch! Ich spring dich um mit meinen bloßen Händen! Hörst du mich? Dieses Arschloch! Ich bring dich um mit meinen bloßen Händen! Hörst du mich? Verdammt! Stirb, verdammt! Was gesagt? Es gab mal eine Zeit, da hätte ich dich nach draußen gezerrt. Nein. Und ich hätte dich den Freaks überlassen. Aber hey. Das werde ich nicht tun. Willst du wissen, warum? Weil sie dich zerreißen. Stück für Stück. Aber weißt du was? Sie hätten keinen Spaß dran.
Leute, ihr alle! Ich weiß, was da draußen los ist. Da draußen, jenseits der Arche. Aber es ist da draußen. Wir sind sicher hier drin. Uns kann nichts passieren. Hört ihr mich? Gott hat diesen Ort geweiht. Das ist heiliger Boden. Uns kann nichts geschehen. Uns kann nichts geschehen. Ich weiß nicht, wann oder warum, aber ich sah etwas. Vor einem Monat oder so, ich spürte etwas. Etwas, das ich lang nicht gespürt hatte. Und ich weiß, dass viele von euch vielleicht ebenso empfunden hätten. Ich glaube, dass wir einfach... Deacon? Geben Sie mir Ihre Waffe. Bitte. Lassen Sie gehen, Colonel. Es ist vorbei. Die Miliz ist erledigt. Möchten Sie einen Tee? Aber natürlich. Sarah, schenken Sie dem Drifter einen Tee ein. Die Arche war unsere einzige Hoffnung. Das wissen Sie natürlich. Nach der Säuberung der Welt hätte sie es uns ermöglicht, das alles wieder aufzubauen. Es war alles hier. Geschützt. Gerettet durch Gottes Gnade. Das Einzige, was uns fehlte, war ein Klavierspieler, nicht wahr? Das ist jetzt unwichtig. Wenn alles weg ist, wird keiner mehr da sein, um Musik zu hören. Sie haben uns vernichtet. Sie haben unsere Arbeit zunichte gemacht. Nein, Colonel, das waren Sie, als Sie diesen heiligen Krieg begannen. Wenn ich wählen müsste, zwischen Ihnen und den Freaks, dann nehme ich die Freaks. Denn wenn die Freaks töten, dann wollen sie einfach nur essen. Und sie töten keine wehrlosen Frauen. Nein! Du dein Sanitätszelt aufstellen? Hey! Hey, da drüben ist der Höhleneingang. Da sind Vorräte und Verbände. Nimm dir ein paar Männer und los. Du, na los. Ricky! Eddie! Lass ihn, er ist tot. Hier drüben, helft mir mit ihm. Vorsicht! Ich kann helfen. Ich bin Ärztin. Es ist vorbei. Alle die von der Explosion nicht erwischt wurden, haben einfach aufgegeben. Wo ist Boozer? Ricky, ich brauche Hilfe hier drüben. Ricky! Ja. Wie kann ich dir helfen? Hey! Ist noch was für mich da? Ach du Scheiße, Mann! Boozer.
Ich wusste es. Sorry, bin spät dran. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Ich bin gesprungen. Nein, verdammt. Kurz vor dem Ende der Brücke, ja. Ich hab doch den Schock. Nein, 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 nein. Diese Druckwelle, die war selbst unter Wasser heftig. Das war meine Fahrt. Was? Dachtest du, ich hätte mich selbst hochgejagt? Und wer würde dich dann noch verarschen? Na, ich. Hey! Oh, kleine Schwester. Naja, lange Geschichte. Also, ich hörte, jemand hat nach dir gesucht. Naja. Er hat von nichts anderem geredet. Ja, es, hör nicht auf ihn. Es war wirklich eher seine Idee. Ricky, Eddie, wer bringt mich jetzt aus diesem Drecksloch raus? Nimm sie, Bruder. Ich hab gehört, Sie wollen das alles hier wieder aufbauen. Der Colonel hatte nicht nur schlechte Ideen. Bis auf die Totalverrückte. Der Zweite, der mir das sagt. Wer noch? Corey? Weißt du was? Scheiß auf den Typ. Hey. Er ließ uns im Stich. Ohne ihn wären wir alle tot. Wie du meinst, Mann. Ich glaube, wir versuchen es nochmal ohne diesen Armeescheiß. Hey. Sie verpassen meine Rede. Ja, das kann ich verkraften. Bruder, wir haben's geschafft. Du hast's geschafft. Ach, Mann, weißt du, ich muss zugeben, dass ich kurz dachte, du würdest da mich in die Luft jagen. Ich sagte doch, ich hab noch zu tun. Zeig's ihnen, Bruder. Ja, dann mal los. Jack wäre stolz. Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Komm her. Siehst du? Gutes geschieht, wenn man eine Kerze anzündet. Naja, das war eher ein Lagerfeuer. Stimmt. Super! Ich bin schon sehr gespannt auf deine Rede. Ach, komm schon. Das wird auch keine Rede. Okay. Ma'am. Oh, shit. Es reicht jetzt damit. Was ist los? Warum werden alle so still? Oh, ja. Sie warten auf dich. Dein Stichwort. Verdammt. Ich weiß, wir haben hier viel wieder aufzubauen. Also fasse ich mich kurz. Ich bin kein Anführer. Ja, klar. Ganz egal, was ihr sagt, bin ich nicht. Aber ihr habt hier heute was geschafft. Wir haben hier was geschafft. Wir haben gemeinsam gekämpft. Nicht, weil irgendein Arschloch das befohlen hat. Nein, sondern weil es das einzig Richtige war. Und wisst ihr was? Wir haben gewonnen. Ihr habt gekämpft. Für den Neuanfang. Ihr habt gekämpft, um Leben zu retten. Für andere. Für ihr Überleben. Ihr habt alles geopfert, was ihr hattet. Alles, was ihr seid. Die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Seht ihr? Darum sind wir noch hier. Darum sind wir noch hier. Denn wenn wir nicht mehr hoffen auf ein besseres Leben oder auf eine bessere Zukunft, wofür kämpfen wir denn? Das ist der Iron Mike, er. Er sagte mir mal das, dass wir die Welt formen durch das, was wir tun. Ha? Was haben wir getan? Ha? Und was werden wir tun?
Seht ihr das? Dies ist der erste Schritt. Ich dachte, du wolltest keine Rede halten. Ja, ich hab's versaut. Und wie war ich? Weißt du, es war okay für einen Outlaw-Biker. Outlaw-Biker, hä? Bist du abfahrbereit, meine Dame? Ich weiß nicht, kommt drauf an, wohin geht's denn? Wohin auch immer wir wollen.
never know what tomorrow may bring. The one who lies next to you could be a memory. I've idolized, I've memorized your face. Just in case the need lasts me eternity. It's a shame that it ain't enough for me. Life's for the live, I won't be given up. 'Cause you taught me how to, you taught me how to love. Take all I cherish, beat me till my body's numb. Life's for the living, I won't be giving up on you, on you, on you, on you. If the wind would change, bring you back again, my love. Come hell or high water, we would rise above. You are what I believe in, you are enough. Oh, life's for the living, I won't be giving up. You taught me how to, you taught me how to love. Take all I cherish, feed me till my body's numb. But life's for the living, I won't be giving up. Heftig, ne? Meine Emotionen haben gekocht. Weiter brauche ich dazu, glaube ich, nichts sagen. Jetzt haben wir eine Waffe hier freigeschaltet. Okay. Ja gut, die Designs... ja, mein Fall sind die meisten nicht, ne? Was haben wir hier freigeschaltet? Ah, okay. Der Bürgermeister. Ja, gut. Das ist ein Design, was mir gefallen könnte, ne? Aber unser aktuelles, denke ich, wird, also mir am besten gefallen. Es hat mir am besten gefallen und das wird auch so bleiben. Ah, nee. Zu bunt, einfach zu bunt. Ja gut, vielleicht noch gerade so. Days Gone abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Story von Days Gone abgeschlossen. Deacon hat die Miliz besiegt und ist wieder mit Sarah vereint. Aber es bleibt noch viel zu tun. Setze deine Reise auf den kaputten Straßen fort. Verbessere dein Bike, entdecke weitere Nero-Orte, schließe Nebenstories ab und schalte alle Sammelobjekte frei. Ja, ich denke mal, dass
werden wir nach und nach machen. Denn vieles davon sind natürlich jetzt Horden, ne? Womit ich euch wahrscheinlich so nicht so wirklich dauerhaft unterhalten kann. Folge für Folge Horde, ne? Das ist auch so die letzten Male nicht so besonders gut angekommen, wie ich das gesehen habe. Und deshalb, ja, so nach und nach mal, ab und zu mal eine Folge, ne? Aber nicht regelmäßig. Und ja gut, ich meine, Nero-Kontrollpunkte haben wir ja die meisten abgeschlossen. Na, da ist ja nicht viel offen. Gut, bei Hinweistafeln eventuell hier Sammelobjekte, aber ja, schauen wir mal, ne? Gut, hier sind noch zwei Nero-Forschungsanlage und Nero-Kontrollpunkt. Und hier ist noch einer, auch eine Forschungsanlage. Ja, gut. Da würde ich sagen, dass wir das so machen. Es warten hier noch neue Projekte, ne? In der nahen Zukunft jetzt auch. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt auch noch nicht so schnell mit einem Ende hier gerechnet. Aber jetzt ist es so. Und dann, genau, wird das so weitergehen, wie ich gerade gesagt habe. Und es warten neue Projekte hier auf dem Kanal. Komplett neue Projekte. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt darauf. Und seid auch gespannt, wenn hier mal wieder eine Folge zwischendurch vielleicht erscheint. Und wenn es euch hier jetzt gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben. Ne? Ihr wisst das. Kommentiert natürlich wie immer auch sehr, sehr gerne und gebt mir Feedback. Und lasst ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast, um nichts Neues zu verpassen. Ne? Wenn du interessiert hier an dem Game bist, wie es weitergeht und wie es allgemein auf meinem Kanal weitergeht, dann lass auf jeden Fall ein Abo da, denn da kommen auf jeden Fall noch spannende Sachen. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du sogar über jede Neuigkeit mit einer Benachrichtigung sofort konfrontiert, ne? Und das alles ist völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick für dich. Und mir würde es ungemein in meinem YouTube-Algorithmus weiterhelfen. Bleibt mir gesund, meine Freunde, ne? Und ich hoffe, wir sehen uns dann in weiteren Projekten, in weiteren Folgen, die hier unregelmäßig erscheinen. Und ja, bleibt mir gesund. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, euer Jens.